Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beholder. Wir haben einen unserer Mieter verhaften lassen, da er Drogen hergestellt hat, nicht genommen hat, sondern Drogen hergestellt hat. Und das darf er natürlich nicht. Und jetzt haben wir die Aufgabe, Apartment 2 zu reparieren. Ich habe leider keine Ahnung, was wir dafür brauchen. Kostet 500. Okay. Ah, okay. So einfach geht das jetzt. Und jetzt müssen wir einen Mieter für Apartment 2 finden. Was ist eigentlich hier drin? Daily News. Tote Worte. Das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt, darunter Werke von Paul Williams, der vor einem Jahrhundert starb. Seine Schriften beschreiben veraltete Ideen, die erwiesenermaßen unrealistisch sind. Und doch bleiben sie in den Köpfen der Menschen. Das Ministerium glaubt, dass die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Regierung, in der die Menschen freie Entscheidungen treffen können, gefährlich ist und diese in all ihren Formen zerstört werden sollten. Oh, da bin ich aber gegen. Ich meine, das muss ja nicht sein. Also, da möchte also die Regierung anscheinend wirklich die ganze Zeit die Oberhand haben. Meine Komplimente. Was verkaufen Sie heute? Sehen Sie sich um. Ah, okay. Whisky. Gut, das lassen wir jetzt erstmal. Margaronic. Ziehe ein. Ah, da hätten wir jetzt draufklicken können. Okay. Aloysius. Sag ich es richtig? Spack. Der Spack. Er ist Arzt, Alter 47. Berühmter Herzchirurg, sucht Wohnung auf Langzeit. Anstand garantiert. Ah, wir können wählen. Jones Popanedo, Kohlenschiffbootsmann, Alter 40, möchte eine Kammer für ein paar Wochen mieten. Alter, ich muss wirklich sagen, der Arzt hört sich da leider besser an. Für eine Kammer für ein paar Wochen. Nee, wir nehmen den Arzt. Oh, cool. Jetzt haben wir den Arzt hier drin. Verbrechen und Strafe. Rufen Sie das Ministerium an, um den Abschluss der Aufgabe mitzuteilen. Okay. Dann machen wir das. Das können wir auch. Ich muss ja nicht immer da oben draufklicken. Gott, der Bus ist aber laut. Wir können das ja auch hier sehen. Das ist der Arzt. Er möchte nicht mit uns sprechen. Das ist aber nicht nett. Das ist aber nicht nett. Ich möchte mich auch gerne mal vorstellen. Neue Anordnung. Mal wieder eine. Die Verwendung von fremder Währung ist illegal. Meine Güte. Nochmal anklopfen. Ich möchte einfach sagen, hallo. Ich bin's. Oh, da schläft jemand. Den 4.7. Boah, die Musik ändert sich jetzt gerade ein bisschen. Boah, die Musik ist sehr angenehm, muss ich sagen. Hallo. Miteinander bekannt machen. Hallo, mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister. Mein Name ist Klaus Schimmer. Sie verwalten das Gebäude, das meiner Familie gehört hat. Ein Hausmeister hat es bereits zu Müll verarbeitet. Ich hoffe, Sie bekommen das hin. Ich tue mein Bestes. Hat das Haus Ihnen gehört? Das ist richtig. Es gehörte meiner Familie. Ich wollte es zu einem Haus für begabte Kinder machen. Aber es wurde stattdessen in ein Wohnheim verwandelt. Es ist nicht so schlecht. Sie haben die Wohnbereiche auf Ebene D nicht gesehen. Sie haben recht. Die Situation könnte schlimmer sein. Immerhin sind wir frei. Man kann jederzeit Schach spielen. Das ist teuer. Wie kommt der jetzt auf Schach? Was ist passiert? Was ist passiert? Ah, okay, er spielt Schach. Ah, okay, cool. Gut, wir rufen jetzt erstmal mal im Ministerium an. Ach, mit dem Kollegen haben wir ja schon gesprochen, meine ich. Können wir nochmal mit unserer Frau sprechen? Wo ist unsere Tochter krank? Oh Gott, das mit der Kameraführung muss ich aber noch hinbekommen. Was, Karl? Oh, gut, sie möchten nichts wissen. Ich suche mal ein bisschen bei uns rum.
Das persönliche Tagebuch eines Mieters. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht. Hier haben wir noch ein Telefon. Buch, persönliche Aufzeichnung, Namen, Treffzeichen und Erinnerungen. Nichts von Interesse. Handtuch. Das mit dem Glocken, also mit der Glocke kriege ich noch nicht hin. Ich weiß nicht warum. Das persönliche Tagebuch eines Mieters. Ich nehme es einfach mal mit. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das wichtig ist. Ach, dumm. Hier waren wir schon. Ach nee, mit ihr können wir ja nicht sprechen. Können wir mit ihrem Sohn sprechen? Nee, da haben wir auch schon alles. Ein offener Umschlag, der einen Brief enthält. 3 Stück. Armbanduhr. Das Armband ist abgenutzt, aber das Leder ist von hoher Qualität. Da schläft unsere Tochter. Eine Rasierklinge. Was haben wir hier? Oh Gott, das ist so süß, wie der geht. Stapelpielzeug. Meine Kollegen haben es mir geschenkt, als Patrick geboren wurde. Ich musste die Holzringe abschleifen, weil sie eine Menge Splitter hatten. Farbstifte. Okay, das lese ich jetzt nicht alles vor. Geldböse. Zahnbürste. Können wir die mitnehmen? Für ein bisschen Geld. Die nur sehr wenig Geld enthält. Nee, bringt anscheinend nichts. Oh, ist da jemand traurig? Oh Gott. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Och, Mensch. Gut, rufen wir mal an. Eine Aufgabe berichten. Ministerium für Ordnung. Glückwunsch. Ihre Aufgabe war ein Erfolg. Als Belohnung werden wir... Okay, das... Wisst ihr was? Das werde ich jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Es ist immer das Gleiche. Das ist aber 1000... Ocken, wollte ich jetzt schon sagen. 1000 Euro und plus 250 Rufpunkte. Bedenken Sie, wenn Sie einen Anruf des Ministeriums für Ordnung verpassen, erhalten Sie ein Bußgeld. Sie müssen sich zu jeder Zeit in Ihrem Apartment befinden und den Hörer des Telefons abnehmen, wenn es klingelt. Selbst wenn Sie sterben, verstanden? Naja, in dem Vorgang des Sterbens ist es ja nicht möglich, ans Telefon zu gehen. Ja. Sie sind den Gesetzesbrechern losgeworden. Holen Sie jetzt die Meinung Ihrer Mieter über Schimmer ein. Finden Sie heraus, was andere Leute über ihn denken. Dokumentieren Sie seine Charakteristiken, nachdem Sie mit der Umfrage fertig sind. Okay. An die Arbeit. Gottes Willen. Ist aber auch heute eine schwierige Geburt. So. Mit Ehefrau sprechen Tochter und Sohn. Okay, wir müssen uns um unsere Familie kümmern. Dann über die Mieter sprechen. Mit Schimmers Ehefrau, mit Marc Ranek, mit Rosa Ranek. Boah, das ist genau mein Spiel. Da habe ich gerade so Lust drauf. Gut, dann sprechen wir mal mit unserem Sohn. Ja, Vater. Brauchst du etwas? Ich habe ein Problem, Vater. Was möchtest du? Die Wirtschaftskurse haben begonnen und uns wurde eine Liste von Büchern zum Lesen gegeben. Die Bücher, die ich für die Schule brauche. Ich war im Buchladen, aber sie haben diese Bücher nicht. Ich habe gehört, dass es auf dem Markt Gebrauchte gibt, aber die kosten ein Vermögen. Kannst du deine Freunde fragen? Vielleicht hat jemand, den du kennst, diese Bücher. Du sprichst mit klugen Menschen. Ich überlege, was ich für dich tun kann. Okay. Und dafür habe ich 46 Stunden Zeit. Was versteckt ist, wird gefunden. Den muss ich noch sprechen. Okay. Nach Neuigkeiten fragen. Okay, das haben wir schon. Alles klar. Wir haben eine extra Aufgabe jetzt bekommen.
Meine ich das mit dem Sohn wegen dem Buch? Okay. Oh, Martha. Sprechen wir mal mit unserer Ehefrau. Was, Karl? Heimische Probleme. Ich brauche Hilfe, Liebling. Ich kann keinen Kochtopf finden, der groß genug ist. Ich habe überall gesucht, aber keine Ahnung, wo sie sein könnte. Vielleicht hat es jemand gestohlen. Sollen wir die Polizei rufen? Die Polizei wegen eines alten Kochtopfes anrufen? Denk gar nicht erst daran. Da musst du es in unserem alten Haus gelassen haben. Okay, wenn du meinst, kannst du die Mieter nach dem Kochtopf fragen? Hoffentlich werden sie den neuen Hausmeister nicht ablehnen. Ich werde Kompott für Martha kochen und sie zurückbringen. Gut, ich frage die Nachbarn nach einem Kochtopf. Oh Gott, ich muss mir echt viel merken. Jetzt nochmal mit Martha reden. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Verlorenes Spielzeug. Was ist passiert, Süße? Etwas ist passiert, Papa. Ich habe Naira verloren. Es ist nirgends zu finden. Wer ist Naira? Das ist meine Puppe. Es ist meine Lieblingspuppe, Papa. Wirst du mir helfen, sie zu finden? Du hast mir Angst gemacht, Martha. Wo hast du zuletzt damit gespielt? Zu Hause. Naira ist zu klein, um hinauszugehen. Finde sie, bitte. Oh Gott, wir haben zu Hause hat sie mit der Puppe gespielt. Dann muss sie wahrscheinlich... Warte mal, haben wir nicht eben noch eine Puppe gesehen? Ich schaue nochmal hier nach. So, mit unseren Familienmitgliedern haben wir gesprochen. Wirtschaftsbücher für Patrick müssen wir finden. Was haben wir hier? Martha, ihre Puppe verloren. Okay. Nee, hier haben wir keine Puppe. Ist hier vielleicht eine Puppe drin? Ich hoffe, mit zu Hause meint sie... Ah, wir haben die Puppe gefunden. Das ist ja cool. So, Martha, Liebes, wo bist du? Da. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Über die Puppe sprechen. Wie heißt deine Puppe? Ich vermisse Naira so sehr. Wirst du sie finden? Ich habe sie schon gefunden. Hier ist sie. Danke, Papa. Ich habe mir ein tolles Spielzeug ausgedacht. Tolles Spiel ausgedacht. Möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Naira wird Bergarbeiterin, begraben unter Schutt und ich werde die Retterin sein. Was für ein Spiel. Vielleicht spielst du besser mit Bauklötzen. Ich habe eine Kohlenmine aus Bauklötzen gebaut. Okay, das war jetzt eine Wiederholung. Das wollten wir nicht. Gut, wir haben ihr geholfen. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal hoch. Wir müssen mit Schimmers Ehefrau. Okay, da ist sie. Hallo. Kennenlernen. Hallo, mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister dieses Hauses. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Maria Schimmer. Haben Sie Ihre Familie hierher gebracht? Wir sind gerade eingezogen. Es wäre schön, Sie kennenzulernen. Kennenlernen? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Okay, nach einem Kochtopf fragen. Okay, erstmal fragen wir nach einem Kochtopf. Ich möchte Sie um etwas bitten. Könnten Sie mir Ihren Kochtopf leihen? Meine Frau will Kompott kochen, aber unser Kochtopf ist beim Umzug verloren gegangen. Ich habe einen passenden Kochtopf. Hier. Bitte. Ach ja, den hat man einfach auch so parat, ne? Nehmen wir mal alles mitnehmen. Wir können nur das hier mitnehmen. Okay. Ach, das ist mein Inventar. Entschuldigung. Okay. Mhm. Danke. Wir bringen sie zurück. Das ist nicht nötig. Mein Mann und ich leben allein. Und wir fassen das nie an. Nehmen Sie das bitte als mein Geschenk zum Einzug. Oh, ist ja nett. Aber ich möchte nochmal mit dir reden. Hallo? Nach dem Mann fragen. Wie geht es Ihrem Mann? Er schien verstimmt zu sein. Er fühlt sich nicht gut. Er hat ein Paket mit einer Filmspule bekommen. Klaus fotografiert gerne. Das wird ihn aufheitern. Okay, er fotografiert gern. Alles klar. Das haben wir über den Ehemann herausgefunden. Er ist anscheinend ein sehr kreativer Mensch. Jetzt müssen wir noch mit Marc Ranek sprechen. Und nach dem Buch fragen. Ach, verdammt, das haben wir ihn verpasst. Wobei, das war der Neue.
Hier ist Saranek. Perfekt. Was möchten Sie? Was möchten Sie von dem Archivar bekannt machen? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister des Gebäudes. Mark Ranek ist ein angesehener Archivar. Okay. Ich muss in diesem ekelhaften Apartment leben. Ich hoffe, Sie bringen hier alles in Ordnung. Ich werde mein Bestes tun. Strengen Sie sich an. Sie brauchen mehr als ich. Oh, wow. Okay, hier gibt es ein paar Sachen. Bekannt machen. Sie erinnern sich nicht an mich. Sie belieben zu scherzen. Wir sind uns doch schon begegnet. Ohne haben. Okay. Nach den Büchern für Patrick fragen. Machen wir jetzt mal das. Herr Mark, Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Wo kann ich Wirtschaftslehrbücher finden? Die Universität hat meinem Sohn eine Liste von Büchern zum Lernen gegeben, aber keiner der Buchläden führt sie. Die Bibliothek ist eine Option, aber dort ist immer eine Schlange. Was stimmt nicht mit dieser Bibliothek? Dort ist es ruhig. Für einen jungen Mann ein netter Platz, um Zeit zu verbringen. Können Sie Ihr Geld nicht für etwas Nützlicheres als Bücher ausgeben? Danke, aber ich bezweifle, dass mein Sohn Ihren Rat schätzt. Okay. Nach aktuellen Neuigkeiten fragen. Irgendwelche Neuigkeiten? Das Verteidigungsministerium arbeitet an einem Plan für das nächste Jahr. Die Menschen sagen, die Quoten für höhere Bildung wurden reduziert. Der größte Zweig ist Bergbau. Studiert Ihr Sohn auch Bergbau? Ja, er wurde an die Bergbauhochschule geschickt, aber wir haben einen Platz an der Universität für ihn sichergestellt. Er wird Ingenieur. Sie sind ein richtig guter Fang. Oh, dankeschön. Nach Klaus Schimmer fragen. Ich möchte mich bei Ihnen über Klaus Schimmer erkundigen. Warum wollen Sie das wissen? Nee, das sagen wir nicht. Eine vage Antwort geben. Ich weiß nichts, dass Sie nicht wissen. Okay. Außerdem ist Neugierde eine furchtbare Sünde. Ich hatte einen Kollegen, der seine Nase immer in die Angelegenheiten anderer Leute gesteckt hat. Und in Dokumente. Fragen, was ihm passiert ist. Er wurde ins Gefängnis geschickt. Oh. Sie habe mehr erfahren, als sie müssten. Sie haben. Da fehlt ein N, Leute. Auf Wiedersehen, junger Mann. Können wir nochmal sprechen? Das wahrscheinlich. Ja, doch, wir können nochmal. Nach der Frau fragen. Rose arbeitet in der Kantine. Immer in der Küche. Sie liebt es, Brötchen und Kuchen zu backen. Sie macht das beruflich. Ich wünschte, sie würde nicht nach Kohl riechen. What the fuck? Können wir nochmal mit ihm sprechen? Oh, herrlich. Okay, Kochtopf haben wir ja schon. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal zur Frau. Ich möchte gerne nach unten. Warum kann ich nicht nach unten? Ach so. Ah, wir waren noch in der Konversation. Ah, alles klar. So, der Frau können wir... Was, Karl? Den Topf geben. Hast du einen Kochtopf gefunden, Karl? Ich habe alles für den Kompott vorbereitet. Kompott, Entschuldigung. Ja, Maria Schimmer aus Apartment 1 hat uns gerettet. Spare nicht mit dem Zucker beim Kompott. Letztes Mal war er total wässrig. Es ist total wässrig. Weil wir wieder weder Zucker noch Äpfel haben. Es ist nicht meine Schuld, dass du keine Zuckerkarte bekommen hast. Kochhupf, mein Herz. Kopf hoch, mein Herz. Jetzt haben wir genug Zucker. Okay, haben wir jetzt Zucker gehabt. Wartet mal, was haben wir hier? Kocht gerne, okay. Ich frage mal den Arzt nach einem Buch. Da. Ach nee, mit dem möchte ich nicht sprechen. So. Hallo. Kennenlernen. Ich bin hier, um mich vorzustellen. Ich bin Karl, der Hauswirt. Es ist mir eine Ehre. Mein Name ist Dr. Alius. Ich nenne jetzt einfach mal Alius. Spack. Spack. Oh, tut mir leid. Ich bin Arzt. Oh Gott. Du hast den Nachname. Ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus, aber nicht schlimm. Sie müssen von mir gehört haben. Die ganze Stadt hat das. Okay, wir verscherzen nicht. Nein, wir sind nett. Bitte loben Sie mich nicht. Ich habe nur meine Pflicht getan.
Ich tue nur meine Pflicht. Oh Gott. Das ist super. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Och, was für Probleme sollte ich haben? Nichts. Sie haben so viel zu tun. Fragen, wie es geht. Sind Sie in Ordnung? Oh, beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Die Patienten prügeln sich um mich. Sind Sie Arzt? Das ist die eine. Keine Zweifel, bitte. Ich kann sogar Gesunde heilen. Ich würde sagen, besonders gesund. Irgendwelche Bildung? Machen Sie Witze? Ich habe mein Leben der Heilung von Menschen gewidmet. Ihre Zweifel verletzen mich. Entschuldigung, das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Wie können Sie nur? Hier ist ein gutes Mittel zur Entspannung. Mäßigen Sie sich. Okay, hier haben wir was bekommen. Whisky. Mein bester Freund. Alles klar. Können wir nochmal mit ihm sprechen? Hallo. Nach Klaus Schimmer fragen. Lieber Akal, ich bin froh, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen und wie geht es Ihrer Familie? Alles super, danke. Ich wollte gerne so viel Freude. Das ist eine Seltenheit heute. Ich beruhige mich schon. Aloysius. Aloysius, oh Gott, ich keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ich möchte sprechen über... Und Sie können nicht für die ganze Welt sorgen. Der Staat kümmert sich um uns. Wegen Ihres Nachbarn. Aber nein, ich sorge mich weiter um unsere Nachbarn. Ich meine, um alle Menschen. Wissen Sie was? Oh, Entschuldigung, ich habe mich verplaudert. Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Wegen Klaus Schimmer aus Apartment 1. Ich bin hier gerade erst eingezogen. Ich habe noch nicht alle meine Nachbarn kennengelernt. Ich bin mir sicher, dass sie alle gute Menschen sind und ihr... Strauß Hehler ist auch ein guter Mensch, Hehler. Hm? Klaus Schimmer. Natürlich. Wenn der liebe Herr Schlimmer nur noch weniger rauchen würde. Rauchen ist tödlich. Okay, er raucht anscheinend. Nach Büchern können wir nicht fragen. Nein, können wir nicht. Schade. So, wen müssen wir jetzt noch fragen? Wen müssen wir noch fragen? Ach, hier. So, Rosa Runnick. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich muss mich noch ein bisschen reinfinden. Das ist hier noch alles für mich Neuland. Aber ich denke, das wird schnell funktionieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.